In diesem Video bespreche ich den pythagoreischen Lehrsatz beim Quader. Bevor wir zu den einzelnen Formeln kommen, zuerst eine Übersicht im Schrägriss. Wie wir sehen, haben wir hier drei Flächendiagonalen und eine Raumdiagonale. Die erste Flächendiagonale ist am Boden, DF1. Die zweite Flächendiagonale ist auf der Seitenfläche, DF2. Und die dritte Flächendiagonale ist auf der Vorderfläche. Wie es der Name schon sagt, Diagonalen sind alles Hypotenusen und das trifft dann auch auf die Raumdiagonale zu. Die Raumdiagonale, wie es der Name schon sagt, geht quer durch den Quader durch und zwar von rechts unten nach links oben. Schauen wir uns nun die einzelnen Diagonalen näher an und ich habe für jede Diagonale eine Teilskizze vorbereitet. Kommen wir zur Grundfläche. Wir sehen, die Diagonale ist gegenüber dem rechten Winkel und die beiden Katheten sind A und B. Daraus ergibt sich folgende Grundformel. D² ist A², Entschuldigung, das muss ich hier hinschreiben. D² ist A² plus B². Und wenn ich jetzt D direkt ausrechnen möchte, dann schreibe ich in D ist die Wurzel aus A² plus B². Und damit man weiß, dass das alles unter eine Wurzel ist, schreibe ich das auch zur Sicherheit noch in eine Klammer. Kommen wir zur zweiten Flächendiagonale, die die Seitenfläche darstellt. Auch hier wieder eine Symbolskizze. Diagonale gegenüber dem rechten Winkel. Die beiden Katheten B und H bilden den rechten Winkel. Daraus gibt sich die Grundformel für die Flächendiagonale 2, D² ist gleich B² plus H². Und wenn man die Diagonale direkt ausrechnen möchte, dann sieht man, dann ist D ist gleich die Wurzel, ich schreibe es hier gleich in Klammer, B² plus H². Soweit zur Flächendiagonale 2. Und schon sind wir bei der dritten Flächendiagonale, der sogenannten Vorderfläche. Auch hier eine Symbolskizze. Es ändert sich nichts. Die Diagonale ist gegenüber dem rechten Winkel. Das Einzige, was sich ändert, ist hier die Kathete A statt B im vorigen Beispiel. Das heißt, die Diagonale ist die Hypotenuse und die beiden Katheten sind A und H. Daraus ergibt sich folgende Grundformel. D² ist gleich A² plus H². Will man die Flächendiagonale 3 direkt ausrechnen, dann schreibt man D ist gleich die Wurzel in Klammer A² plus H². Damit hätten wir alle drei Flächendiagonalen gebildet. Jetzt kommt die Raumdiagonale. Und wie es der Name schon sagt, Raum ist dreidimensional. Die Diagonale ist wieder die Hypotenuse. Das heißt, D² ist gleich, und weil wir jetzt drei Variablen haben für den Raum, Länge, Breite und Höhe, ist D² gleich A² plus B² plus H². Wenn man D hier wieder direkt ausrechnen will, die Raumdiagonale, ist D die Wurzel aus Klammer A² plus B² plus H². Damit hätten wir auch die Raumdiagonale für den Quader gebildet. Weitere Beispiele zur Pythagoras findet ihr hier auf YouTube auf meiner Playlist Mathematik Pythagoras oder auf meiner Homepage www.mein-lernen.at. Wie immer viel Spaß beim Rechnen und bis bald hier wieder bei anderen Beispielen hier auf diesem Kanal.